So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lego Harry Potter für die Switch. Und wir haben uns gerade mit Harry ein Quidditch-Spiel gemacht. Und auch erfolgreich konnten uns erfolgreich da verteidigen und auch Snape. Wir wissen ja, dass es nicht Snape ist, aber Snape aufhalten und somit Harry vor dem sicheren Tod vom Besen runterzufallen schützen. So. Da muss ja noch einer von sein, da hinten. Okay, sollen wir ihm da oben helfen? Eigentlich, ne? Schülergefahr. So, super gerettet. Und hier hinten? Was kann man da machen? Oh, auch nicht schlecht. So, gehen wir weiter. Bestimmte Charaktere können leuchtende Flecken auf dem Boden ausgraben. Okay, dann vielleicht kann das ja Ron Weasley mit seiner Krätze. Ja, anscheinend nicht. Müssen wir uns mal irgendwie schlau machen, was das bedeutet da. Die bestimmte Charaktere können. Okay, aber wir haben jetzt wahrscheinlich noch keinen, der das kann irgendwie. Dafür brauchen wir vielleicht noch jemanden Besonderen. Finden wir vielleicht noch einen. Haben wir uns das ganze Feld hier überhaupt schon angeguckt? Ich glaube nicht, ne? Eine Schreipflanze. Da kommen wir nicht in die Nähe, weil sie schreit. Was kann man hier denn kaufen? Souvenirshop? Hätten wir weitergehen. Wo gehen wir mal hinten hin? Aha. Ach, jetzt haben wir so einen Ohrenstift. Jetzt können wir da wahrscheinlich am schreienden Heini vorbei. Was soll ich hier? Wo soll die denn rein? Ach, da, in diesen Pott. Okay. Machen wir mal. Und jetzt? Ach, guck mal, könnte ich jetzt die Leute hier abhauen? Hauen die ab, wenn ich komme? Was kann man denn damit machen? Schreit das Ding jetzt herum? Ich dachte, man könnte jetzt irgendwas damit machen, aber anscheinend. Padma Patil freigeschaltet, okay. Ach so, ich habe gar nicht ganz vergessen, hier hinten habe ich auch noch jemanden, den ich noch nicht mitgenommen habe. Ist das? Katie Bell. Na gut, ich weiß nicht, was wir damit machen, was es damit auf sich hat. Gehen wir erstmal weiter. Da folgen wir mal dem
Kopflosen Nick. Und gehen der Geschichte nach. Okay. Solange du nicht erlernt hast, Vielsafttrank zu brauen, kannst du keinen goldenen Kessel benutzen. Okay, Vielsafttrank haben wir noch nicht gelernt. Lernen wir vielleicht bald. Dann baue ich doch mal kurz fertig die Brücke. Oh, ist Weihnachten, wa? Schöne selbstgestrickte Pullover gibt es. Wie immer. Ach, jetzt haben sie alle Weihnachtsmützen auf. Guck mal, selbst der kopflose Nick hat eine auf. Danke. Okay. Oh, Ladezeiten. Oh, Filch. Verbotene Abteilung. Unsichtbar Umhang freigeschaltet. Okay, den kann man jederzeit einsetzen. Natürlich perfekt. Wir gucken uns mal hier rum. Natürlich dumm, weil Ron ja keinen hat, ne? Das heißt, der läuft die ganze Zeit uns her, aber hat keinen. Ein bisschen quatschig, ne? Ach Quatsch. Okay, okay. Oder noch einen Umhang? Ja, Kretze. Okay, wir müssen uns irgendwie überlegen, wie wir da hinten rankommen, aber. Warte mal. Aha. Ah, ist so dumm. Ron, pass auf, ich behalte den Unsichtbarkeitsumhang um und du musst da hinten draufstehen. Komm mit. Geil, dass man den Zauberstab sieht, ne? So, wie war der hoch? Kommen wir da hoch? Nee. Oh. Was? Wieso kann ich denn den nicht? Wieso kann ich denn? Verstehe ich nicht. So, Ron, du musst jetzt mal da hoch.
Ah, okay, jetzt verstehst du auch, okay. Danke, Ron. So, hier ist auch irgendwas. Was haben wir denn, eine Blume? Ah, jetzt kommen wir immer direkt hier hoch, okay. Aber was bringt uns das jetzt? Ah? Da kommen wir jetzt so hoch, okay. Was soll ich mit... Verpiss dich, du blöde Katze. Okay. Ah, schon wieder. Also. Wir müssen trotzdem mal da hinten hin. Oh. Was mache ich denn da jetzt? Geh mir auf den Sack. Sollen wir unsere Blume dahin bringen wahrscheinlich? Irgendwie habe ich gerade nicht so auf dem Zettel, was ich genau machen soll. Warte mal. Blöde Katze. Die fliegen alle wieder rein. Und direkt da runter können wir ja nicht. Da kommen wir wahrscheinlich nicht so rein, ne? Okay, jetzt nur überlegen, wie wir da hinkommen. Da oben kommen wir auch noch irgendwie rauf. Gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Oh. Okay, überlegen. Unsichtbarkeits-Dings, aber der bringt uns ja irgendwie nichts. Was mache ich, wenn ich X drücke? Ah, okay. Oh. Das muss mir auch einer sagen. Klar, dann ist es auch nicht mehr so schwer. Das habe ich überhaupt nicht gerafft. So. So, wir müssen einen Trank brauen. Daher haben wir auch die Blumen. So, wir müssen noch eine Spinne und ein Eis finden. Pass auf, schick mich nochmal hoch hier runter. So, noch einmal bitte. Danke. Okay. Ach, guck mal. Guck mal, die Spinne. So. Geht auch da rein. Und wir brauchen ein Eis. Kriegen wir ein Eis her hier? Wenn hier ein Eis her. Da nicht. Warte mal, da toll ich daneben. Ja.
Okay. Also, da kommen wir nicht so viel weiter. Da kann man rauf, ne? Da könnte ich jetzt rauf. So. So. Und hier oben, okay. Bringt das nicht so viel. Hier oben ist auch kein Eis. Aber hier. Blümchen. Oh, hier. Hast du gesehen. Das wollen wir nochmal mitnehmen. Ah, wilde Katze. Okay, jetzt weiß ich noch nicht, wo ich das Eis herbekommen soll. Das gibt es bestimmt da oben. Wie kommen wir da denn drauf? Ach doch, warte. Naja, auch nicht. Ich glaube, die bauen uns hier vielleicht so eine Treppe. Das machen die nicht. Hm. Die müssen wir nochmal anfuggeln hier. Hier ist schon auch noch einer. Okay. Das gibt's doch gar nicht. Bin ich wirklich überfragt, was ich genau hier machen soll. Also ich gehe mal davon aus, dass wir da oben hoch müssen, aber wie kommen wir da hoch, ist die Frage. Hochbeamen können wir das nicht. Hier los. Das ist ein Domino-Effekt. Okay, okay, okay. Das kann ja nur Hermine. Da kann Ron das auch. Nee. Ich verstehe das nicht. Was sollen wir machen? Kretze kann uns hier nicht helfen, oder? Die blinken so schön, die Stühle. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass man mit den Stühlen irgendwas machen soll, aber... Was denn? Wenn wir jetzt da reingehen, wenn der Löwe uns nicht sieht. Nee. Hier vielleicht? Nein, wir müssen doch Fenster haben. Also wir brauchen etwas, was wir hier drüben, glaube ich, bei dieser Person reinlegen können. Aber ich finde hier nichts. Jetzt finden wir es, okay. Gut, war also nicht so schwer, aber man läuft sich halt trotzdem so ein bisschen den Wolf. Super. Ah, Eishöhle. Da ist ein Eis. Zack. Mehr gibt's hier aber nicht. Dummer Vogel. So. Jetzt können wir da rein. Was fehlt da immer noch ein paar von diesen Blümchen-Dingern? Na ja, egal. Gehen wir runter. Was macht Dumbledore da? Oh, noch mehr Versp...
Jetzt mal einen Umhang um. Sehen soll uns ja anscheinend keiner. Aber wie es hier in der Bibliothek weitergeht, das erforschen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.